Der Kühlschrank hat WLAN. Brauche ich sowas überhaupt? Naja, mittlerweile gibt es so viele Haushaltsgeräte, die vernetzt sind. Aber was kann ich damit überhaupt anfangen? Und will ich überhaupt, dass mein Kühlschrank für mich demnächst einkauft? Immer dasselbe zu essen? Wer mir mehr zur Verwendung von vernetzten Geräten sagen kann, ist ein Startup in Essen. Und da bin ich heute. Und 100 Pro hat die hier auch WLAN. WLAN gibt's, aber kein Kaffee. Ihr habt doch bestimmt auch vernetzte Geräte zu Hause. Wisst ihr, wo eure Daten hingehen und was damit passiert? Wer sich mit dem Thema vernetzte Geräte auskennt und schon über 10 Jahre in der Branche dabei ist, ist Olaf. Sag mal, für was brauche ich Geräte mit WLAN? Was ist denn der Vorteil daran? Ja, schau mal, Jürgen. Uns geht es nicht hier um den Kühlschrank, der selbst automatisiert dann immer wieder die gleichen Lebensmittel einkauft. Aber nimm mal das Beispiel der Spülmaschine. Ja? Wenn dieses Gerät vernetzt ist und intelligent ist, können wir detektieren, ob du wieder einen Bedarf an Spülmaschinen-Tabs hast, können wir die frühzeitig, ohne dass du leer läufst, quasi zukommen lassen. Wir können Energieeffizienzgrade nachmessen und auch schauen, ob du wirklich energieeffizient deine ganzen Geräte auch betreibst, ja oder nein. Und im Endeffekt führt das alles dahin, dass irgendwann ein Gesamtpaket mit Versicherungen, mit einem Austausch, wenn das Gerät kaputt sein sollte, dass dir diese ganze Sorge komplett genommen wird. Sag mal, die WLAN-Geräte, die sind doch sehr teuer. Rechnet sich das für mich? Ja, die WLAN-Geräte sind super teuer, haben auch häufig gar keinen richtigen Nutzen. Wie wir das machen ist, wir nutzen solchen sehr günstigen Plug, womit du jedes Gerät, auch was vorher nicht im WLAN war, nachträglich WLAN-ready machen kannst. Und der große Vorteil, wie du schon hier siehst, VREEDA, damit ist auch gewährleistet, dass du die Datenhoheit über deine Daten hast, die aber jetzt aus dem Ökosystem Services angeboten werden, wo du entscheiden kannst, ist das was für mich ja oder nein. Hast doch bestimmt mal ein Beispiel für mich. Ich habe ein super Beispiel für dich, Jürgen. Wie du vielleicht gesehen hast, die Stehlampe hier neben uns, die verändert ja gerade ihre Farbe. Das liegt daran, dass dort eine solche Glühbirne drin ist, die auch mit VREEDA-Technologie ausgestattet ist und die nun eine Anwesenheit simulieren kann, wenn du außerhalb des Hauses bist. Und was bringt mir das jetzt? Ganz einfach, dass die Einbruchswahrscheinlichkeit signifikant sinkt, weil nicht einfach um 6 die Lampe angeht, sondern ein TV-Flimmern simuliert. Und das honorieren wir dir, so du denn möchtest, mit einem Discount bei der Versicherung. Und sowas gibt's schon? Damit werden wir bald auf den Markt kommen, jawohl. Wann geht er jetzt eigentlich mit den Sachen an den Start? Wir gehen jetzt mit der Versicherung, gehen wir Ende des Jahres an den Start und dann wird das alles kommen. Da spare ich aber noch mal richtig Geld. Ja, da sparst du schon wieder Geld, Jürgen. Und das Schöne ist, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Also das, wie wir das jetzt aufgezogen haben, ich habe dir eben das Beispiel ja mit der Glühbirne und dem Versicherungsservice gesehen. Es nutzt zum einen dem Hersteller dieser Glühbirne, weil das macht VREEDA gar nicht selber. Ja, da gehen heute die Daten weiß Gott wohin und weder der Glühbirnenhersteller noch eine Versicherung irgendwie partizipiert davon und du schon mal gar nicht, Jürgen. In dem Fall, wie wir es machen, holen wir quasi den Glühbirnenhersteller ab, fangen dort an, ihm neue Einkommensströme zu ermöglichen, bringen dich in die Position der Datenhoheit und der Überlegung, dann einen solchen Versicherungsservice auch zu genießen. Und das geht ganz generisch mit ganz vielen Geräten. Kannst du dich ja den Robin Hood der Daten nennen? Na Jürgen, das darfst du sehr, sehr gerne machen. Aber Spaß beiseite, das ist tatsächlich, neben dem eigentlichen Unternehmen aufzubauen, Start-up zu machen, gerade in dem Bereich, mich treibt das unheimlich an. Auch von meiner Intrinsik, ich habe selber 3 Kids und sehe, was mit den Daten passiert. Es wird so viel diskutiert über Datensouveränität. Wir wissen heutzutage, was es eigentlich bedeutet, die Daten nicht in der eigenen Souveränität zu geben. Und trotzdem werden jeden Tag hierzulande Geräte gekauft, wo die Daten weiß Gott wo außerhalb Europas liegen. Und das ist für mich auch neben dem eigentlichen Antrieb, so ein Unternehmen aufzubauen, eine wirklich intrinsische Motivation, einen solchen Robin Hood auch darzustellen. Ein bisschen zur Aufklärung mit dazu beizutragen.